Guten Tag Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Trainingszusammenfassung dieser Woche. Cycle 2, Woche 3. Jeweils immer 3 Wiederholungen. Fangen wir an mit Squats. Da waren 149 Kilo dran, entsprechend 3er-Serien. Diesmal 7 Sätze, also es hat sich jetzt so eingependelt, dass wir bei den leichteren Übungen meistens 10 Sätze machen. Also das heißt bei Bankdrücken und Overhead Press, und bei den schweren Squats sind es jetzt bei mir nur, Kreuzheben ist ja diese Woche wieder nicht dabei, in 7 Sätze machen. Und ja, wenn es leichter fällt, dann machen wir vielleicht dann noch 10 Sätze. Das entscheiden wir dann spontan, aber ein hohes Volumen, 149 Kilo mal 3, und hier waren es entsprechend 7 Sätze. Ich habe auch noch ein bisschen was geändert. Nämlich meinen Stand. Ich habe was gelesen zum Drehmoment und aus dem Buch von Kelly Starrett, und das habe ich dann ausprobiert. Er hat nämlich gesagt, man soll beim Squatten eher seine Beine, seine Füße möglichst parallel hinstellen. Leider kommt das nicht so gut in dem Video. Das sieht da irgendwie nicht so danach aus, aber ich habe schon versucht, die paralleler hinzustellen und dann so die Knie nach außen zu drehen. Er meint, damit ist sozusagen, steht man stabiler und würde prinzipiell mehr schaffen. Das würde halt auch eben dann verhindern, dass die Füße kollabieren. Ich muss mich da noch ein bisschen mit reinfinden, aber prinzipiell denke ich, das stimmt schon. Und ja. Weiter geht es dann mit Overhead Press, auch 3 Wiederholungen. Da waren dann 64 Kilo dran. Das ging auch sehr geschmeidig, bin ich ganz froh. Das haben wir dann auch 10 Sätze gemacht, wie ich bereits schon angesprochen habe. Ja, alles locker, flockig, easy. Keine Probleme, bin ich froh. Vielleicht kann ich bald 80 Kilo Overhead Press machen. Mal schauen, mal schauen, wie das weiterläuft. Als letztes haben wir dann noch Bankdrücken gemacht. Genau dasselbe. 3 Wiederholungen mit 85% von dem Rechengewicht. Waren in meinem Fall 117 Kilo mal 3. Ja, der erste Satz sieht dann noch ein bisschen wackelig aus. Mein Arsch geht hoch in der letzten Wiederholung. Aber im Großen und Ganzen habe ich das hier besser unter Kontrolle gehabt mit meinem Arsch, der größtenteils auf der Bank bleibt. Und wie gesagt, um das nochmal anzusprechen, das ist eigentlich kein Problem, weil, ja, also das macht es nicht irgendwie schlechter oder so, für Competition halt, aber sonst, man ist kein Weltuntergang, wenn der Arsch hochgeht. Ja, hier 10 Sätze Bankdrücken, das zähle ich ja zu den leichten Übungen. Kreuzheben und Squats sind ja deutlich schwerer. Da macht man ja teilweise, weiß nicht, das Doppelte oder so. Und deswegen hier locker flocklich 10x3, 117 Kilo. Ganz zufrieden. Trotz Defizit, ich habe jetzt meine Ernährung wieder ein bisschen angepasst, auf ein größeres Defizit von 500 Kalorien wieder auf 1000 und mehr Kalorien Defizit. Ist natürlich immer abhängig davon, wie viel ich am Tag verbrauche und so weiter. Ich schwank da so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen so 1000 bis 1300 Kalorien Defizit bin ich, und dafür läuft das noch richtig gut, bin ich froh. Vielleicht kann ich sogar die Gewichte wieder um einiges steigern am Ende des Cycles, aber das werden wir dann noch sehen. Das war's erstmal, ihr seht dann noch die letzten Sätze Bankdrücken. Bis zum nächsten Mal, ciao.